So, willkommen in Indien, willkommen in Mumbai, der zweitgrößten Stadt des Landes. Wir sehen schon wieder, es gibt viel Müll und es gibt viel Regen, denn es ist die Monsunzeit. Es ist nicht die beste Zeit, das Land zu besuchen, aber so ist es halt. Ich bin hier auch nur für ein paar Tage. Und ja, jetzt gucken wir nach was zu essen. Ja, ich bin heute gelandet. Es war ein sehr, sehr anstrengender Flug. Ich bin von Köln nach Istanbul, Istanbul, Dubai, Dubai, Mumbai geflogen. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend über Nacht. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen geschlafen und erkunde mal die Straßen. Es ist schon Nachmittag, es wird langsam dunkel und es regnet nonstop. Seit ich hier angekommen bin, vor 5 Stunden, hat es nicht aufgehört zu regnen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe keinen Regenschirm mitgebracht. Das ist nicht toll. Und ich bin hier auch jetzt erstmal nördlich, ja, von Mumbai untergebracht. Denn das Airbnb, was ich buchen wollte und was sehr schön aussieht für den Preis, ist erst ab morgen verfügbar. Deshalb bin ich heute jetzt hier. Keine Ahnung, wie die Nachbarschaft heißt. Aber ja, ist trotzdem auch interessant zu sehen, wie das Leben ist. So, wie ihr wisst und wie man sieht, ist Indien nicht unbedingt hygienisch und deshalb muss man unbedingt sehr aufpassen, was man isst. Deshalb gehe ich mal heute zu einer Chain, was ich eigentlich nicht mache, aber ich denke, das ist hygienischer. Und wenn nicht, ist direkt davor das Krankenhaus, Tag und Nacht, bei Durchfallerkrankungen. Aber ich denke, Subway und so müssten sicher sein für ein paar Tage. Ansonsten mal was gut bewertet ist, bei Google halt nehmen, weil jeder wird krank in Indien. Fast jeder, den ich kenne, ist krank geworden. Und ich auch. Und sehr schlimm. Damals. Deshalb passe ich diesmal auf. Wir gucken mal irgendwas Vegetarisches hier. So, das bekommt man hier in Mumbai für 17 Euro die Nacht. Hat zumindest Klimaanlage. Ich weiß nicht, wie gut sie funktioniert. Ich bin gerade angekommen. Aber guckt euch das mal an hier. Ich meine, naja, es hat ein eigenes Badezimmer, hat Wi-Fi, Klimaanlage. Und ich bin hier nur für eine Nacht. Guckt euch das Badezimmer an. Oh Gott. Naja, ist kein europäischer Standard, aber ja, für eine Nacht, ich wollte was Günstiges, bevor ich morgen mein Airbnb ziehe, was deutlich besser ist als dieser Ort. Aber ja, es hat eigentlich gute Bewertungen, aber ich weiß nicht, ob die gefälscht waren oder nicht. Ja, jedenfalls ist es okay. Es ist ein sehr komisches Hotel, sehr klein hier, die Küche, hi, sehr schön, now just looking, the hotel. I'm making YouTube. I'm a YouTuber, oh, yes, I travel, that's why, yeah, yes. And I want to show my hotel, what you get here in Mumbai. Okay. Very good, thank you. Thank you. Guten Morgen, mein Uber kommt jetzt, ich ziehe um in 2 Minuten. Ja, das Zimmer war nicht so schön. Ist auch sehr schmutzig hier, direkt neben der Küche, wie man hier sehen kann. Wasser und hier viele Käfer. Und das ist das Hotel, das ist halt Indien. Aber gut. Es regnet schon wieder. Nonstop Regen. Ich habe keine Minute ohne Regen. Gucken, wo ist der Uber? Da ist der Uber. Hallo! Hallo, good morning, sir. Good morning! Oh, ist das nass hier. Das ist nicht die beste Zeit zu besuchen. Vor allem ohne Regenschirm. So, wir sind angekommen. 40 Minuten Taxifahrt, war viel Stau. Für 2,50 Euro. Ja, hallo. Der verkauft hier ein paar Früchte. Ich weiß gar nicht, was das ist. Peru, what's the name? Wie heißt das? Oh, das sieht sehr komisch aus. Interessant. 50 Rupees? 30 Rupees. 30 Rupees. 30 Cent für eine. One piece. Oh, okay, vielleicht später. Maybe later. Thank you. Thank you. So, sehr interessant hier, dieses Dorf. Hier gibt es auch einen Raben. Und diesen komischen Stein und die ganzen Tuk-Tuks, deshalb sehr, sehr interessant. Nicht schön, aber interessant. Hier verkaufen die noch mehr. Und irgendwo hier muss jetzt mein Airbnb sein, muss ich auf die Karte gucken. So, sehr interessant hier durch die Straßen zu gehen, das Leben zu beobachten. Hier gibt es viele Bananen. Ja, hier oben gibt es auch ein Hakenkreuz, aber das hat nichts mit den Deutschen zu tun. Hier vorne auch so eine Art Tempel. Ich weiß es nicht. Verkaufen alles gemischt. Unterhosen neben Papayas. Ah ja. Viel Verkehr, chaotisch. Ein schönes Chaos. Und hier, das sieht aus wie ein heiliger Ort.
ja. So, gestern der Taxifahrer wurde von der Polizei angehalten, weil er über die Busspur gefahren ist. Das ist ja nicht erlaubt. Musste er ein Bußgeld bezahlen von 200 Rupies. Das sind 2 Euro ungefähr. Ich glaube, in Deutschland, es gibt gar nicht so niedrige Bußgelder. 2 Euro Bußgeld, das ist unglaublich. Aber für ihn ist es viel Geld natürlich. Das ist ja fast so teuer wie eine 40-minütige Taxifahrt. Hier die Geschäfte, Blumen. Ja, und zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Stellt euch vor, es wird jetzt wieder so viel regnen. Ich gehe hier noch die ganze Straße lang. Ja. Hätte ich ein Tuk-Tuk genommen, könnte mich das wenigstens noch zum Hotel fahren. Aber das Taxi konnte ich nicht reinfahren. Deshalb gehe ich jetzt zu Fuß. Aber da es nicht regnet, ist es auch kein Problem. Trotzdem die Straßen immer noch sehr nass. Da sieht man auch, die Leute tragen alle Sandalen. Das ist praktischer als meine Sportschuhe, die sich dann vollsaugen mit Wasser. Deshalb muss ich vorsichtig sein beim Gehen. Ah, hier gibt es sogar Bier. Delfinbier und Wein. Tja, was das wohl ist. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Kokosnüsse. Wieder Bananen, das wiederholt sich langsam. Sehr schön. Der Regen hat aber auch ein paar Vorteile. Erstens ist die Luft sauberer, denn normalerweise ist die Luftverschmutzung hier sehr hoch. Aber da es regnet, werden die Partikel quasi ausgewaschen. Das ist sehr schön. Und es ist nicht so heiß. Ihr seht, ich trage sogar noch meinen Pulli aus dem Taxi, weil er die Klimaanlage so aufgedreht hatte. Und ich finde immer noch nicht, dass es sehr heiß ist hier, obwohl ich mit meinem ganzen Gepäck hier durch die Straßen laufe. Ja, das ist sehr angenehm, die Temperatur. Ein Hund. Ja, gefühlte 25 Grad oder ein bisschen weniger als 30. Ja, hat Gas. Und gleich müssten wir da sein. Hier, wir verkaufen Fisch auf der Straße. Da muss man vorsichtig sein. Wir fliegen. Ah, later, thank you. Fresh. How much is the tuna? Tuna. 400 with 1 kg. Ah, 400. Ah, sehr gut. Das ist sehr günstig. Thank you. Later. Ja, Thunfisch, 4 Euro für 1 Kilo. Das ist sehr günstig, obwohl hier auf der Straße, da wird man schnell krank. Da muss man sehr aufpassen. Ja. Leider funktioniert meine E-SIM nicht, deshalb mache ich das jetzt hier wie eine Schnitzeljagd. Und muss gucken, wo ich dieses Haus finde, das so aussieht. Könnte es hier sein? So, ich habe es erkannt. Das grüne Schild hier müsste das Schild doch sein. Und das ist normalerweise geschlossen, wie auf diesem Bild. Dann müsste hier der Eingang sein. Hier durch kommt man nicht. Hallo? Yes? Yeah, yeah. Ah, you found me. Actually, I'm sending you the location. Ah, you didn't but I have see. The internet doesn't work. Yeah, that's why. Ah, yes, perfect. So, hier, das ist mein Host. Ja? Ja, ja. Rainer. Ja? What's your name? What's your name? Nargis. Nargis, Anargis. Anargis, yes. Ah ja. Hier versteckt. Wunderbar. Oh. Sehr schön. Ah ja, der Coat. Very long coat. Sehr langer Coat. Ah, das ist die Office Coat. Okay, ich wollte den Coat. Okay. Ah ja, do check-in first. Okay. I have leak. What room has it? Leakage. Leakage. Oh, okay. Because of rainfall. The rain. All right. Yeah. The bedroom is locked. Okay. You can use hall. Okay. I'll show you. Oh. Interessant. Typisch indisch. Hier. Okay. Ich guck mal. Ah ja. Nicht ins deutsche Zimmer, sondern hier rein. You are alone, na? The foot shoes in. Shoes? It's okay. Oh, sehr schön. Wunderbar. Let's see this. Ah, es gibt Wasser.
that water is coming from here. Ah, yeah. Then you can lock this room. Okay, well, the water is dripping off the... Yeah, you can't use this room. Ah, so I cannot use this room. You will use this bed. This is also a bed. That's its opening. Ah, okay. You can open. Okay, okay, so I will use this. Because here is wet. Yeah. Ah, the bed here, that's why it's leaking. Yeah. Okay, too bad. But yeah, too much rain. So, und hier ist das Badezimmer. Ja, das ist ah ja. So, das kriegt man hier für 19 Euro die Nacht. Also auch nicht so extrem günstig. Und leider muss ich jetzt hier auf der Couch schlafen, weil das Bett hier anscheinend nicht funktioniert. Da es wegen dem Regen tropft. Und es ist sehr interessant, sie haben kein fließendes Wasser. Sie müssen oben das Wasser nachfüllen. Und sie meinte, heute Abend um 8 kommt jemand, um das nachzufüllen. Ja, und ich meine, es gibt warm Wasser und ja, ich meine, es reicht, es funktioniert und es regnet schon wieder. Ach du liebe Zeit, ich kann gar nicht rausgehen. Habe ich gerade echt Glück gehabt, als ich angekommen bin, dass es nicht geregnet hat. Aber zumindest gibt es hier auch Wasser, das ist sehr schön, aber leider auch keine Klimaanlage, sondern nur diese Ventilatoren. Aber ist die Frage, was besser, dieses oder von gestern? War beides nicht wirklich gut. Man muss halt schon ein bisschen mehr Geld bezahlen für was Schönes wie in Indien. Ja. Aber okay, es reicht und ich bin ja nur ein paar Tage hier. Also 3 Nächte. Ah, Internet klappt auch nicht. Wir müssen gucken. Wenn das so bleibt, muss ich umziehen, wenn das Internet nicht klappt. Der Rest wäre aber akzeptabel. Naja gut, schauen wir uns jetzt Mumbai an. Hier gibt es Regenschirme. Hallo. Hallo. So, Entschuldigung. Which is the cheapest? The cheapest umbrella. Cheapest umbrella? Yeah. This one. This one, how much is this? 180. 180? Yeah. Ah ja, 2 Euro für den Regenschirm. Yeah. Ah ja, der schwarze ist wunderbar. Okay. Wunderbar. 180. Okay, I take it. So, voll ausgerüstet. Schöner Regenschirm für 2 Euro. Und jetzt können wir uns ein bisschen die Stadt anschauen. Ja, erstmal hier in Nachbarschaft. Wir sind hier in... im Dandadorf, so heißt das. Und hier sind die Raben, die nach Essen suchen. So viele Tuk-Tuks. So, hier kommen wir auch direkt zum Meer. Die ersten Eindrücke vom Indischen Meer. Ist natürlich nicht so schön. Es gibt aber auch einen Strand, also keine Vorurteile hier. Gehen noch ein bisschen weiter. Das ist auch eine Müllkippe hier quasi. Da vorne macht doch jemand sein Geschäft. Auf der Müllkippe. Interessant. Viele Raben, viel Müll. Natürlich nicht so schön und auch jetzt bei dem Wetter. Naja, kein unbedingt ein Urlaubsort. Und es riecht hier auch. Boah, wenn ihr diesen Gestank überhaupt. Das geht gar nicht. Ich muss hier weg. Ja. Das hilft auf jeden Fall beim Fasten. Ich habe noch nicht gefrühstückt und so habe ich jetzt auch gar keinen Hunger. So schaffe ich mein Intervallfasten ein bisschen länger, wenn man hier an der Müllkippe vorbeigeht. Ist also auch positiv, so muss man sehen. Aber oh, ist wirklich ekelhaft hier. Aber ja, vorne sind noch Palmen, wir kommen auch gleich zum echten Strand. Der wird es sicherlich ein bisschen schöner. Ja, sogar die Mäuse hier sind überhaupt nicht scheu. Unglaublich. Bei dem Wetter... Das ist hier echt ist furchtbar. Aber gut. Ja, das schöne Wahlgemälde auch hier. Wandgemälde. Ja, hier jetzt wieder zurück erstmal. Durch die traditionelle Nachbarschaft. Alles sehr religiös. Ja, das ist in Bollywood. Hallo. Very good. Hallo. Bollywood, ja. Very nice. So, die Schulkinder in Uniform. Ja, hier auch ein spirituelles Geschäft, was sie hier haben. Mh, riecht auf jeden Fall lecker. Das braucht man auf jeden Fall neben der Müllkippe. Sehr wichtig. Hier können die Leute zu Hause, man kann reingucken in die Häuser. Hier hat man seinen Scooter geparkt, auch schon seit langer Zeit. So verrostet wie der ist. Dass die Sachen jemand wegräumt, aber auch. Das ist unglaublich. Jetzt kommen wir wieder zu der Straße, wo wir wohnen.
Ah ja, und er macht die Blumenkränze. Sehr schön. Very nice. The flowers. Oh. Yes. For the... Ah ja. Hier ist auch ein Restaurant. Ich weiß aber nicht, wo man hier essen kann. Also wenn ich krank werde. Ah ja, dafür brauchen sie die Blumen. Für den Tempel hier. Hallo. Ah ja. So, hier ist der Tempel. Sehr schön. Very nice. Ist der Tempel? Yes? Wow. Ah, ja. So, sie laden mich hier ein, Schnaps zu trinken. Ja. Das sind die indischen Straßenalkis. Oh, this is strong. No, no. No, no, no. Is this strong? No, it's okay. Yeah, six up. No, it's okay. Thank you. Thank you. Oh, it's too awkward. 15 gibt es Snacks. Ja. Die Kleine für das Kind. Ja, ist denn jetzt? Das ist Arschig. Aha. Okay. No. Light, okay. Light, light. This is light. Wait, open, open. Yeah. You open. 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 And eat light. In Paisi. Dal. Mung Dal. Mung Dal. So, Sie haben hier diese Snacks. Ja, getrocknete Dal. Das sind, glaube ich, getrocknete Linsen oder so. Goodbye. Goodbye. No, but I don't want to drink. No, it's too early. It's too early. No, no, no. No, no, okay, thank you. Too much. Ja, Sie haben mir hier dieses Munga geschenkt. Ja, es kostet 5 Cent im Geschäft. Aber ja, für Sie ist es viel Geld. Ja, weil 5 Cent ist nicht so viel Geld, aber trotzdem. Mehr als für Deutsche. Hm. Ja, lecker. Mein Frühstück quasi. Sie kommt einen Fisch. So, genau, wir sind hier und wir gehen jetzt, hier ist Airbnb, wir gehen jetzt zu den Slums. Also sie sind wirklich, sie heißen Slums und direkt nebenan ist auch der Strand. Ah ja, der Nationalsport. Cricket. Ah ja, die Kinder trainieren schon. Okay, ich kenne die Regeln gar nicht, aber sehr interessant. Ja. Yes, on YouTube. But now, jetzt kommen wir hier. Ist das hier eine Sackgasse? Nee, ist glaube ich eine Straße. Und hier ist der Fluss. Ah ja, und da vorne sind dann die Slums. Oh, wie komme ich jetzt hier runter? Ach du Scheiße. So, da sieht man schon den Müll. Hallo. Ja, hier ein Penner. Das sind die Slums, obwohl, ja. Das ist fast wie meine Nachbarschaft. Wie kann es noch schlimmer werden? Ja, er hat sogar schon das neue Trikot vom Ronaldo von Nasser, Saudi-Arabien. Messi und Ronaldo. Ja, sehr schön. Messi und Ronaldo. Messi und Ronaldo. Yes, very nice. So, jetzt fängt der Regen wieder an. Furchtbar. Jetzt muss ich zurück und ich brauche unbedingt richtige Schuhe. Die brauchen noch ewig zum Trocknen. Da kommt der Hund wieder mit dem Fisch. Er ist glücklich. Ein paar Bananen gekauft. 4 Stück, 30 Cent. Also ein Kilo wird wahrscheinlich so, ja, 60 Cent kosten. Deutlich billiger als in Deutschland. Nimmt der Regen aber auch langsam zu. Da warten sogar die Leute mit Regenschirm. Ja. So sehen hier die indischen Polizeiautos aus. Sehr schön. Genau, der Regen hat aufgehört. Ich bin wieder draußen nach einer kleinen Pause und jetzt gehen wir mal zum Strand. Hier ist die Brücke. Da hinten sind irgendwo die Slums, aber wir gehen jetzt erstmal zum Strand, weil man kommt ja auch gar nicht so leicht hin. Die Slums sind ja hier durch diesen Fluss getrennt. Und deshalb gehen wir erstmal gucken. Das ist schon ein großer Unterschied zu Deutschland, muss ich sagen. Ja, Cricket! Wow! Namaste! Hallo, how are you today? Ja, Mumbai Police. Die Junge vorhin meinte, man dürfte hier nicht lang gehen. Die Polizei sagt, es geht nicht. Aber für mich als Ausländer, da hat man natürlich Privilegien und kann hier einfach herumspazieren, wo man will. Ja, also wir kommen jetzt aus der schlechten Nachbarschaft, da wo wir wohnen, und gehen jetzt quasi zu der guten Nachbarschaft,
wo auch die 5-Sterne-Hotels und so sind. Das ist der Juhu-Strand, der schönste Strand von Mumbai, habe ich gehört. Und ja, natürlich jetzt mit dem Wetter ist es nicht sehr schön. Und es fängt da vorne an, der Sandstrand. Und ganz da hinten sind dann auch die 5-Sterne-Hotels, Marriott und so weiter. Da ist die Gegend dann komplett anders hier. Also Mumbai hat viele Gesichter. Ja, oder Bombay. Sie nennen es ja auch Bombay, die Einheimischen. Das hat ja zwei Namen, die Stadt. Ja, aber trotzdem, Schmutz gibt es hier überall. Auch sehr schön, wie leer es hier ist. Keine Leute, weil sie dürfen ja anscheinend nicht hier lang gehen. Und ja, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gehen sollten. Sie hatten auch mal einen Wal. Hier wurde ein Wal angespült, habe ich in den Nachrichten gesehen. Also als ich diesen Strand gegoogelt habe. Und ja, das war natürlich ein großes Aufsehen. Ich weiß nicht, was für ein Wal das war. Aber ja, es gibt hier so viele Käfer, dass sie sogar auch Graffitis von den Käfern machen. Ja, und ich habe auch schon 3 Ratten gesehen hier. Es ist wirklich schmutzig. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ja, aber es ist teuer. Mumbai ist, klar, es gibt 2 Seiten. Ja? Die, wo wir sind, ist relativ günstig, trotzdem relativ teuer für das, was wir bekommen. Und da vorne ist halt noch teurer, aber dann hat man auch Luxus, wie man hier schon die Häuser sieht. Ja, gute Gebäude, natürlich klimatisiert und viel, viel besser. Naja, aber er geht auch hier spazieren. Ich glaube, er kommt aus der guten Nachbarschaft. So, hier kommen wir jetzt zu den echten Slums. Aber sie sind auch abgesperrt. Sie sind hinter diesem Fluss. Jetzt müssen wir schauen, wie man da rüberkommt. Uiuiui, der Boden hier. Scheiße. Meine Schuhe.